Hallo, meine lieben Freunde der Endlosigkeit und willkommen zu The Endless Road Version 1.1 von Waffles Are Amazing. Wir fangen das Spiel heute ganz neu an. Arrow Keys, um sich zu bewegen. Normalerweise Down Arrow, also nochmal auf Deutsch. Die Pfeiltasten, um sich zu bewegen. Die nach unten Pfeiltaste, um mit Leuten zu sprechen oder um in der Straße anzugreifen. Und Leertaste, um sein Schild zu heben. Und in diesem Spiel geht es darum, an das Ende einer nicht ganz so endlosen Straße zu kommen. Und das machen wir, indem wir uns über diese Straße kämpfen. Beim Kämpfen erhalten wir pro Schlag, den wir an einem Gegner machen, solche Kampfpunkte. Die können wir in Skills investieren. Und dadurch werden wir entweder stärker, oder haben mehr Leben oder sind schneller. Bei ihm hier in der Mitte können wir uns für Geld, also die Juwelen hier unten, genau, neue Angriffe kaufen. Das ist jetzt nicht so besonders wichtig. Und bei ihm hier können wir unsere Skillpunkte upgraden mit Kampfpunkten hier unten. Es gibt drei, das ist Schnelligkeit, das ist Verteidigung und das ist Angriff. Damit werden einfach unsere generellen Skills hier besser. Theoretisch können wir die Skills auch noch einzeln upgraden. Hier oben, dann werden sie mit egal welchem Kristall besser. Heißt, wenn wir den Defensivkristall haben, können wir zum Beispiel Attack Angriff und Schnelligkeit upgraden. Wenn wir den Attacke, den Angriffskristall haben, dann Verteidigung und Schnelligkeit. Und beim Blauen halt immer das, was nicht gerade drin ist. Ich nehme immer gerne den defensiven Kristall. Damit kommt man am meisten und kriegt, also man kommt nicht unbedingt am meisten, aber man kriegt, glaube ich, am meisten von den Kampfpunkten, weil man kriegt keine Punkte für wie vielen Schaden man macht, sondern wie oft man Schaden macht. Bedeutet, das wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit. Aber ich nehme den grünen. Bei ihm können wir auch die Skillsteine zum einen upgraden und neue bauen. Aus zum Beispiel Rot und Blau gibt, glaube ich, Gelb. Hier zumindest in Wirklichkeit jetzt nicht, aber hier schon. Oh. Und dann fangen wir einfach an. Also wir können doch mit Z zuschlagen und nicht mit Taste nach unten. Heißt, noch kommen keine Gegner, es wird immer dunkler. Je weiter man kommt, heißt, wir sollten gucken, dass wir so oft wie möglich auf Gegner draufschlagen. Weil dann bekommen wir die Upgrade-Punkte. Im Moment ist noch nicht so wichtig, wie weit wir kommen. Das hier wäre, dass wir eben die neuen Fähigkeiten erlernen. Und hier können wir noch nicht upgraden. Hier auch noch nicht. Heißt, wir müssen noch mal rein. Und ihr seht, der Hintergrund wird dunkler. Irgendwann sieht man auch gar nichts mehr. Da haut man einfach nur drauf. So. Jetzt haben wir, wie viele Punkte? 296. Heißt, wir können theoretisch Schnelligkeit upgraden.
Ist, glaube ich, am besten, weil dann hauen wir, glaube ich, auch schneller zu. Heißt, wir kriegen auch schneller die Kampfpunkte, weil je öfter wir draufhauen, desto besser. Heißt, es geht weiter. So. Okay, 181 haben wir zumindest gesammelt. Das dürfte reichen, um unseren Stein abzugraden. Man sollte dann immer den Stein upgraden, den man selbst auch benutzt. Sonst bringt es ja irgendwie wenig, auch wenn man den Attack-Stein, den Angriffsstein upgradet, wird der Angriff nicht besser. Ich frage mich, was passiert, wenn man wartet. Das heißt, nur der Stein, den man aktuell benutzt, der zählt auch. Blöderweise bekommt man relativ langsam diese Angriffspunkte. Allerdings bekommt man die auch, wenn man diese Zielscheiben da zerstört. Und ich glaube, man bekommt ein bisschen mehr, wenn man die Feinde auch umbringt. Ups, was habe ich jetzt gedrückt? Gerade will ich mal nicht speichern. Ich finde es gut, dass es eine Speicherfunktion gibt. Hier, upgraden können wir jetzt nicht. Hier auch nichts. Kostet dann auch ein bisschen mehr. Wenn man es einmal gemacht hat, dann kostet es auch den Stein ein bisschen mehr. Attacke können wir jetzt auch gerade keine kaufen. Heißt, wir sparen einfach. Irgendwann kommen dann noch stärkere Ritter als die, die jetzt kommen. Die haben dann meistens so blaue Hüte auf. Hier kam dicke Geld raus. Also so blaue Federn auf dem Hut. Ach Mist. Immer ganz knapp. Heißt, sie müssen irgendwas verbessern, dann kommen wir auch weiter und ja. Ah. Okay, ja, tatsächlich sind es 2000. Aber hier können wir theoretisch. Jetzt hat er 63, 34, 68. Okay, dann gehe ich einmal hier rein. Und dann. Ja, genau. Da war ja was. Das kostet mehr. Ich finde, es lohnt sich nicht so richtig, die Attacken zu kaufen. Aber mit dem Geld kann man sowieso nichts anderes machen. Also kann man das auch mal machen. Allerdings sind die Attacken jetzt, ja, die sind eher verwirrend. Also man trifft sie nicht besonders gut. Hier bekommt man auch die Attackenpunkte dazu. Heißt, eigentlich haben wir. Ach, perfekt. Einfach weiter. Wir haben Angriff aufgelevelt. Heißt, man hat jetzt tatsächlich schon die Veränderung gesehen. Die Distanz ist schon fast ein Meter oder ein Kilometer. Also eigentlich müsste es ein Kilometer sein. So von den. So rein theoretisch. Den können wir jetzt auch mal upgraden. Ja, theoretisch kann ich jetzt auch in andere Steine noch upgraden, aber da spare ich vielleicht lieber auf defensiv. Weil hier steht zwar, dass defensiv stärker ist als Attacke und Schnelligkeit, allerdings haben wir jetzt einen Defensivwert von 75. Hier hätten wir einen Attackewert von 102. Aber hier haben wir auch nur einen Defensivwert von 75, während wir hier theoretisch Schnelligkeit 102 hätten. Ich kann mal gucken, wie es mit dem Attackstein aussieht. Wie viel Schaden wir dann machen. Aber unser Defensivwert ist tatsächlich selbst mit dem Defensivstein nicht der höchste. Oh. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt die beste Kombination. Dadurch, dass ich ja ganz viel auf Attacke gegangen bin, ist, glaube ich, das Beste, wenn ich den Defensivstein verwende. Upgraden können wir nicht. Hier können wir allerdings upgraden. Ist wahrscheinlich auch ganz gut. Blöderweise können wir jetzt hier nicht mehr unsere Skills zugreifen. Bedeutet, wir laufen einfach mal.
Geldsack. So, okay, jetzt merkt man natürlich schon deutlich, glaube ich, dass es gar nicht so schlecht läuft. Oh, okay, es lief schlechter als vorher. Aber wir haben ein wenig Geld gesammelt und können wir jetzt noch Skillpunkte sparen, um noch besser zu werden und noch mehr Skillpunkte zu machen. Da kann man, glaube ich, ziemlich viel Zeit reinstecken. Die Straße überquert nämlich nicht in einer Stunde. Ich glaube, das dauert noch länger. Ja, jetzt aber. Irgendwie, der ist gut. Ich weiß nicht, der stößt mich, glaube ich, so ein bisschen zurück und ich weiß nicht, ob ich ihn dann treffe. Okay, heißt, wir müssen noch ein bisschen sparen. Irgendwann kommt dann auch ein Reisender und es kommen noch ein paar mehr Figuren dazu. Irgendwann mal. Also es bleibt nicht bei denen, die es jetzt gibt. Okay, mir läuft es gerade nicht so. Ich bin mir nicht sicher, woran es liegt. Aber wir haben genug, um ein wenig abzugraden. Okay, defensiv ist jetzt ziemlich gut. Und wir haben genug, um eine neue Attacke zu erlernen. Ich glaube, die ist noch relativ einfach. Okay. C wäre dann, ach ja, genau, so ein Schwertwurf. C kann man natürlich dann auf lange Strecke machen, wenn der Gegner gerade kommt. Haben wir ihn schon von Anfang an so ein bisschen Schaden zu machen, dann hätten wir jetzt einen Defensivwert von 175. Was schon nicht schlecht ist. Und wenn wir die Steine hier kombinieren, ich glaube, dazu brauchen wir zwei Steine auf Level 5. Ist der gerade auf zwei Steine auf Level 4, um aus diesen beiden Steinen einen Stein zu machen, der beide Eigenschaften relativ stark vertritt. Und das ist dann natürlich praktisch in Kombination mit den Upgrades, die für jeden Stein gelten. Stößt mich so zurück. Weil die dann natürlich auch wieder zählen. Oh, das Geld, das Geld! C! Okay, gut. Die C kann ich jetzt gar nicht zeigen. Also zumindest nicht im Kampf. Aber, wie viel kostet das jetzt? Okay, immer 2000. Heißt, wir graden jetzt den Schnelligkeitskristall ab. Ich würde zwar gerne Angriff auch machen, aber Schnelligkeit und Defensiv ist, glaube ich, am besten, um schnell Punkte zu kriegen. Wenn man schnell Zug schlägt und viel aushält, ist das, glaube ich, am besten. Oh, einfach durchlaufen. So, den kriegen wir auch noch. Komm her. So. C, C und Z. Wir kriegen fürs Schmeißen theoretisch auch noch Punkte. Bedeutet, wir sind schon gar nicht so schlecht. Distanz 950. Das ist schon ziemlich gut. Und dann einmal das. Und dann müssen wir noch ein bisschen warten. Dann kriegen wir Schnelligkeit auch auf Level 4. Und dann können wir die beiden Kristalle kombinieren. Ich glaube, dafür braucht man aber auch Geld. Aber hier ist ja auch gleich eine Truhe. Ich glaube, dafür braucht man Geld. Ich weiß es aber nicht. Und wenn wir die kombinieren, dann haben wir eine Mischung aus Schnelligkeit und wie heißt das? Leben, genau, HP. Ja, mit dem Geld. Okay, 500 Punkte wieder. Heißt, wir sind mittlerweile schon so gut, dass 500 Punkte
eigentlich immer drin sind. Heißt, wir können ihn hier jetzt upgraden und können dann, okay, geht noch nicht. Bugs. Hallo? Also, ich weiß nicht, was das jetzt soll. Ich guck mal, ob es besser wird, aber ich glaube, das Spiel hat den ein oder anderen Bug. Ja. Die Lebensleiste ist auch weg. Guck mal, ob es besser ist. Das Geld wird, wenn ich weiter mache. So. Der nächste. C. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es wird nicht besser. Oh, er ist weg. Der Attackenstein ist wieder da. Der Rest ist weg. Okay, dann gucke ich mal, dass ich zu ihm hier komme. Diesen Code hier kopiere. Und dann beende ich die Aufnahme, startet das Ganze noch, oder warte. Ich mache das einfach jetzt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt funktioniert. Aber ja, hat funktioniert. Und jetzt ist auch wieder alles in Ordnung. Zack und zack. Jetzt haben wir den Türkisen. Den können wir jetzt gleich ausrüsten. Der hat 48, 78, 78. Heißt, man sieht hier, die Anfangs-Sachen von allem sind meistens 78. Außer man kauft sich hier natürlich die Upgrades. Aber hier auch wieder 78 wegen dem Defensivstein, 78 wegen dem Schnelligkeitsstein und 84 jetzt wegen dem, wie heißt's, wegen dem Attackenstein, der jetzt nicht dabei war. Ich war kurz verwirrt. Und ich glaube, die Upgrades, die hier gelten erst, wenn man das Ganze nochmal upgradet. Und dann merkt er, glaube ich, erst, dass da Upgrades überhaupt da sind. Heißt, wir kämpfen uns weiter durch. Ja. So. Und wir werden wahrscheinlich wesentlich weniger weit kommen. Bedeutet, wir werden den wahrscheinlich jetzt insgesamt leveln und erstmal den defensiven Stein ausrüsten. Theoretisch könnte ich noch eine Fähigkeit. So. Okay, dann nehme ich Attacke. Und theoretisch, ich... Okay. Genau, das meine ich mit dem Reisenden. Ich weiß nicht, warum der jetzt hier schon stand. Aber vielleicht muss man einfach nur eine bestimmte Anzahl an Sachen gemacht haben. Also einen Stein zum Beispiel abgegradet haben, um den Reisenden zu treffen. Komm, Geld, Geld, Geld. Bevor die von hinten kommen. Ah, ja, perfekt. Und noch ein Schlag. So, wieder 369 Punkte. Ah, mit ihm können wir jetzt auch reden. Oh nein. Jetzt heißt, wir müssen alle 6 Steine erschaffen. Mit unseren Punkten. Müssen wir alle auf Level 5 bringen. Und dann kann man ein Portal machen
Zu dem Portal muss man allerdings auch erst hinlaufen. Und mit diesem Portal kommt man dann bis ganz ans Ende der Straße. Was bedeutet, dass dann noch irgendwann mal ein Bossfight kommt. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe 5 Anläufe damals gebraucht. Ich habe es nicht ganz durchgespielt. Also ich habe schon irgendwie durchgespielt. Ach, Angriffspunkte. So. Rennen! Au. Aber ich habe den Code ein bisschen verändert, damit ich das Ende auch mal sehe. Aber ich glaube, der Endboss war nicht so schwer. Ja, 5 Anläufe gehen eigentlich noch. Das hier kann als Angriff verwendet werden, aber ein Doppelsprung ist es theoretisch auch. Den hier. Okay, jetzt ist der auch schon auf Level 3. Heißt 160, 175, 131, 126, 107, 126. Okay, bei ihm ist die Schnelligkeit besser und bei den Angriff und Defensiv. Aber ich denke, dann nehme ich noch einmal den grünen Stein und dann sollte sich das geregelt haben. Und ich genug Punkte um den Stein jetzt endgültig abzugraden. Ist aber das Geld. Und ihn damit auf das gleiche Level oder ein höher, also beziehungsweise ein höheres Level als den grünen Stein zu bringen. Kostenlose Angriffspunkte. Okay. Und danach werde ich wahrscheinlich nur noch den, ups. Okay, blauen Stein machen. Allerdings brauchen wir jetzt, glaube ich, auch erstmal 5 Punkte. 500. Um den abzugraden. Ja. Heißt, wir müssen noch einmal ran. Aber dann haben wir endlich den türkisen Stein auf Level 4. Wir müssen den Rest auf Level 6 bringen und den türkisen theoretisch auch. Und noch 2 andere. Ich glaube, der gelbe und der lilane müssten das gewesen sein. Ah, okay. Wir sind runtergefallen, haben noch Geld mitgenommen. Bedeutet, ja, doch, jetzt haben wir genug. Upgrade. Zack. 151, 160, 151, 151. 160, 175, 107. Heißt, hier sieht man, der Defensivwert ist nicht so stark wie hier, aber also es ist wie, als würde ich den Stein ausrüsten, bloß dass der Stein auch irgendwie besser ist. Aber der ist praktisch eine Kombination, gleichbedeutend, also aus Schnelligkeit und Defensiv, und das ist praktisch nur Defensiv. Hier sieht man, der Defensivwert ist viel schlechter. Der Schnelligkeitswert ist hier viel schlechter als hier, aber natürlich defensiv dann besser. Heißt, ich nehme das Gleichgewicht so ein bisschen und probiere mal den blauen aus. Heißt, der blaue ist praktisch eine Mischung, aber übernimmt nicht beide Werte in gleicher Stärke. Oh, aber schlecht ist er nicht. Achso, das ich muss schon sagen, das ist gut, das ist gut. Okay, türkiser Stein auf Level 4 ist anscheinend. Okay. Das ist schon ordentlich. Also. Mal den defensiven oder den. Hier habe ich ja rein. So, okay. Jetzt hat das hier 263 und das hier 226. Heißt. Wir haben
schon ähnlich viel. Wie beim blauen, grünen. So, jetzt können wir auch so einen Dash machen. In der Luft geht es jetzt nicht. Fledermäuse sind eher nervig als nützlich. Aber kann man auch noch mitnehmen. So, Fledermaus noch. Okay. Wobei Fledermäuse sind eigentlich ziemlich nützlich. Ich glaube, die geben nämlich genauso viele Punkte wie normale Ritter, sind aber um einiges einfacher. Den können wir noch ableveln. Heißt 4, 4, 4, 3. Bedeutet, wir brauchen jetzt so ganz viel Geld. Und dann haben wir die 4 Steine auf Level 7. Und Level 6. Ich glaube, es geht aber tatsächlich bis Level 7. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, so. Tschüss. Komm, na komm. Geld. Geld, Geld, Geld. Oh. Oh, ups. Das war ich. Warum haben wir denn kaum Attackenpunkte gekriegt? Ich meine, ich habe doch eigentlich gut. Oder haben wir? Ach so, ja, wir hatten ja weniger. Ja, wäre was. Und die X-Attacke können wir auch noch, genau. So. Ich frage mich, ob es dann irgendwann auch mal was gibt für Rückstoß zum Beispiel. Okay. Weil Feinde zurückstoßen kann, glaube ich, ganz nützlich sein. So, okay, jetzt haben wir genug, um theoretisch auch unseren blauen nochmal abzugraden. Zack. Danach noch den hier, dann können wir theoretisch grün und rot kombinieren. Oder blau und rot. Oder ich glaube auch türkis und rot. Aber jetzt verwende ich erstmal weiterhin den türkisen Stein. Ich peile wahrscheinlich eine 30-Minuten-Folge an. Und der türkise Stein ist ja mittlerweile schon ziemlich stark. Komm, zack, zack. Okay, wir haben erst die Hälfte von Leben verloren. Geld ist ja mäßig nützlich. Hier wird es schon relativ dunkel. Aber wir haben auch wieder 500 Punkte. Heißt, wir können den roten Stein upgraden. Und Türkis, glaube ich, mit Rot kombinieren. Oder geht das? Erstmal upgraden, damit. Zack. Und jetzt noch einen neuen Stein machen. Grün und Rot. Ja. Hier ergibt das dann Gelb. Rot und Grün, ach nee, Rot und Grün. So, jetzt. Jetzt habe ich alle Steine, die man hier so finden kann. Aber ich bleibe wahrscheinlich weiter bei dem Türkisen, weil die hier haben, glaube ich, ach nee, die haben das Maximalwert auch 300. Ich glaube, das wird mit den Leveln unterschiedlich. Heißt, wir machen jetzt noch eine Runde, in der wir hoffentlich weit kommen. Und dann werde ich die Folge wahrscheinlich auch beenden. Okay. Das gefällt mir. So, die Attackenpunkte auch noch mitnehmen. Komm. So. Gut. Bedeutet, wie viele Attackenpunkte haben wir jetzt? 510. Den Speed nochmal und dann einmal den Safe Code. Könnt ihr euch natürlich jederzeit gerne abschreiben. Dann werde ich den einspeichern
Und dann können wir beim nächsten Mal weitermachen. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag und tschüss.